Hallo, Serie 2. Ich hab jetzt probiere es jetzt mal mit Headset, weil in der ersten Runde habe ich über den Lautsprecher gesprochen und gefühlt war das alles ein bisschen zu leise. Ich habe aber allerdings auch ehrlich gesagt noch keine Ahnung, ob das jetzt mit dem Headset besser ist. Wie gesagt, ist alles noch in der Probephase bzw. in der Findungsphase, so ich und Mikrofone und Skatlisten, Stream und etc. So, die erste Runde haben wir, glaube ich, ganz klar gewonnen. Ehrlich gesagt habe ich das jetzt noch nicht so schwarz auf weiß gesehen, aber die Jungs hatten mir das gerade so mitgeteilt. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir das nochmal bestätigen können. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, ob wir jetzt noch mal gegen dieselben Mannschaften spielen, aber wir werden sehen. Offensichtlich müssen wir auf jeden Fall erstmal warten, bis alle. Ah, ja, so. Das sieht doch so richtig. Das sieht doch so aus. Genau, wieder Limmer und Jena und nur andere Spieler. Der Herr Pauli gerade aus Limmer, der sagt mir auf jeden Fall irgendwas. F. Tasch von Skat Deluxe Jena. Muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wer von denen jetzt eben Zweiter geworden ist in der Runde. Ja, das ist im Einzel auf jeden Fall eine 48 und wahrscheinlich werden wir mal gucken, wohin die Liste jetzt Passe. geht. 18. Idealerweise sollten wir für 18 Passe. rankommen. Sind wir schon mal okay? Jetzt haben wir ja auf jeden Fall irgendwie gewonnen. Ne? Ich glaube, ich drücke hier sogar 14 ran. So verzichte ich auf Schneider. Grand. Dafür ist er eigentlich zu, na, ich würde sagen, eine Menge Prozent gewonnen. Meistens springen die Mauern nach dem Aufschlag, ist klar, weil sonst kommt kein Pik-König. So, ja, dann versuchen wir es mal über Karo 9, ob wir da was machen können. 3. Pik-Einschub würde ich irgendeine Farbe oben unten spielen, denke ich. So, 3, 4 haben wir noch nicht, 10. Herz. Jetzt hat er noch die Herzdame. Versuch's nicht. Müssen 30 sein, oder? Hat er nicht drüber nachgedacht, den Stich an den anderen, den am Stich zu lassen für Rest. Passe.
18. Aber den Schneider noch ergaunert. Passe. Grand. So, Vierling Damen. Pikeskat. Meistens nicht gut. Uns noch ausgerettet, 34, alles schick, zwei alte, drei Asse, Passe. Pflichtgang, eine 18, gute muss ja. liegen, eine 10, 20, das gibt ja. 4, 22, ja. geht ja auch mal, dann 23, ja. natürlich geht der 24, Reißer ja. auch, 27, Dreisigmal, der hat ja. andere mehr, Passe. Kreuz 10 liegt, das sollte eigentlich reichen, aber ich glaube, das ist ja, das dauert jetzt wieder. Wenn ich die Dame mitdrücken würde, das weiß sogar ich, stand fehl. Nee, das ist gar nicht so. Ich Grand. drücke trotzdem. Ich plane zu drüben. Ich habe wieder mal nicht mitgezählt. Tippe mal auf 23, 33. Ja, da haben wir den Schneider wieder gesichert. 18? Ja. Zwanzig? Ja. Zweiundzwanzig? Ja. Dreiundzwanzig? Ja. Passe. Passe. Na, sehr unwahrscheinlich nach unserer Karte, dass 0 wirklich gereizt wurde. Vielleicht ein Pik-Hebel, vielleicht. Ja. Kann theoretisch wirklich Grand. vielleicht 0 gereizt haben. Okay. Ah. Da waren jetzt wirklich drei Jungs hin. Ach, wie schön ist Panama. Mittelhand, ganz 18? schwache 18 in der Mannschaft. Das Gute ist, wenn wir dann Ja, verlieren, das ist ein passe. einfacher Karo und der ist nicht so teuer, deswegen können wir das machen. Passe. Grand. Offensichtlich lag gar nicht so schlecht.
18. Zieht er seine drei Asse, denke ich mal, und dann haben wir Rest und er gewonnen. Spanische Findung, tatsächlich. Passe. Weg, weg, gehen wir rein. 18. Passe. Wir lassen ihn mal weiter Spanisch finden, bis er nicht mehr Spanisch findet. Also, Spanisch nochmal: Dos Asos in Stockos. Das hat der Skatfreund Ari Burgas mal. Ganz süß dargestellt, was diese Findung bedeutet. Ja, ich hoffe, dass das mit dem Ton jetzt besser ist. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Null, Over. Okay, 6-mal Pik, die Schere 7-mal Pik. Ja, den kann man durchaus machen, ne? Rest schenken. Ja, alle gleich auf. Nichts passiert. Passe, passe. 18. Kreuz. Okay, Kreuz. Na, offensichtlich hat er Karo 10 gedrückt und theoretische Achtzehn, Spielverbreitung ohne ja. Kontrolle, Seiten Ass in Zwanzig, Hinterhand ist ja. nicht gut. 22, ja. Passe, passe. Ah. Aber ihr kennt mich ja inzwischen ein bisschen. Die Null-Option mit Pik und Kreuz Lusche Grand. oder Null-Over-Option. So, den stechen wir mal. Pik Ass. Oh, 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 ja, 17 und 28 sind 45. Wahrscheinlich wird er noch Kreuz Ass haben, ne? Zwei Jungs. Irgendwie muss man bei dem Bären wahrscheinlich den Bauern trotzdem auch ausspielen. Ja, so doll ist er gar nicht. Passe. Weg, weg, gehen wir rein. Passe. Lassen wir den spielen. 18. Viel wird nicht liegen. Und doch, ja, dann haben wir doch zum Kragen Grand. gefunden. Ne? Theoretical. 14 und 7, 21. Lautes Mitzählen ist verboten. Ich mache es trotzdem. 23, 25, 36. Schöner Ansatz. Aber eine gute im Skat wäre trotzdem schön. Die Karte sieht besser aus, als sie wirklich ist. Passe. Ein Trumpf oder ein 18. Ass? Ein Ass gibt es Passe. nicht viele. Es liegt bei weg, weg gar nichts. Wir drücken trotzdem so. Kreuz Kreuz. 14. Herz blank. Ja, jetzt hätte man vielleicht doch Pik König oben haben müssen.
14, 25, wir müssen mit 10 jetzt auf jeden Fall. Sieht alles nicht gut aus. Ah, 25. Nö. 76 oder so ähnlich. Ach komm, wir wollen ein und nach. 66 natürlich. Beziehungsweise 65. So, das Experiment ist auch gut gegangen.18. Mein Ansatz. 5x2 Seiten, das bestellte Passe. 10. Im Moment liegt nicht viel im Skat, obwohl vorher doch Passe. gut. So, jetzt liegt in. Meine Theorie ist hier bei dem Spiel in der Mitte splitten, hinten und vorne glatt, beziehungsweise Kreuz. 14, 14, den schneiden wir. Und 3. Ich hoffe 58, aber ich weiß nicht, vergesse ich irgendwie Stiche immer. Karten stimmen. Okay. So, ich schätze ja angeblich immer nur so gut. So, weiter geht's. Richtig war zu schneiden im ersten. Passe. 4 Seiten das. Bei weg, weg ist es wahrscheinlich wieder soweit. 18. Passe. Aber für 18 lassen wir ihn antreten. Nochmal ein bisschen Grand. Nachholbedarf. So, komm, bei Gang spielt man Asse. Wer keins hat, hält die Fresse. 14 stürzen. Nächstes Ass. Passe. Schöner 18. Ansatz ist übertrieben, aber Passe. ein ordentlicher Ansatz. Wow, das ist ein richtig schöner Ansatz. Um Gottes Willen, halte ich das aus hier mit der Karte und dem Kreuz? Oh. Grand. Ich halte es nicht aus. Weil wir schon einen verschenkt haben. Also, vielleicht haben wir schon einen Schneider verschenkt.18. Ganz einfach, müssen wir rein, so ein 6er2 Seiten Ass. Passe. Passe. Einmal noch passabel. Herz. 7. 18. Gefühlt hat der links ganz schön lange überlegt. Mal gucken, ob er ein bisschen was hat. No. Sieht das jetzt noch nicht so aus. Okay.
Ich hoffe, ich wurde nicht verzählt. Ich müsste jetzt hoffentlich knapp über 50 stehen und mit Karo Ass zu sein, aber ja, Karten stimmen. Alles aufregt. Passe. 18, passe. Kreuz. Gott, das wird Full House Könige. Mit Karo. Naja, Karo Dame wäre wahrscheinlich präziser, ein bisschen zu schnell ausgespielt. Viel zu schnell allerdings würde ich jetzt hier behaupten, dass es hier maximal um Aus und geht. Pik Ass getroffen sogar. Danke wahrscheinlich, ja. Kommt mit Voller, genau. Eigentlich kann der Herz Ass, wohl dann hätte der Ass 10 Ass und 3 Jungs. Herz Ass muss ja fast bei unserem Mann sein. Raus und 36, auch okay. Jedenfalls den 18. zweiten Ass. Vielleicht hätten wir 18 Ja. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Passe. Passe. So, ich glaube nicht an den Null. Ich glaube, dass ihr beide vielleicht auf Kreuz unterwegs sind. Oder er sein Ohne aufgegeben hat. Vorhand, der Linke, bei Pauli Card. Mal gucken, was hier kommt für eine Ansage. Herz vielleicht. Kreuz. Kreuz. Ich tippe auf beide Kreuz jetzt. Sechsunddreißig. Er hat hier schon bei Ass gehabt bei seinem Spiel. Eigentlich muss er Pik Ass haben, weil sonst hat er gar keinen Seitenass drin. Er hilft mir richtig. Schon zu schnell gespielt, schon wieder Karo 8. Ja, sagen wir mal so, wenn er Karo 10 bestellt hat, will ich vielleicht nicht unbedingt am Spiel sein. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt ein Auge verschenkt. Also eigentlich müsste er Pik Ass 6 Ato, Herz 10 bestellt, Pik Ass bestellt, das wäre ein normales Spiel jetzt. Jetzt 15. Sind verpasst, die Trümpfe abzuziehen, sehr wahrscheinlich. Passe. Ich passe. Passe. Entspannt. 18. Trotz der Pik 7 und der Kreuzmuschel im Skat.
Das Spiel ist noch Grand. nicht so vielversprechend. Bauern springen, ja, ganz frei, okay. Mal gucken, ob auf Herz was los ist. Schöner Ansatz, Pikone Passe. 2. Passe. 18. Was sind das? 4 voller Eingedrückt. Grand. Ich spiele keinen jetzt. Braucht ganz schön lange, ist nicht gut. Brauchen drei Bilder, wenn die Bauern nicht springen. Ne? Nehmen wir mit. Bauern sind gesprungen. Alles schicki. Was ist das jetzt? Gute Spielerkreuz nachmachen. Karo. Karo, Pik. Also, dass der Spielschneider wird, hat jetzt vor dem Spiel auch keiner geahnt. Geahnt. Oh, jetzt haben wir verpasst, Spiel 18 Ergebnisse zu senden. Passe. Das machen wir dann im Passe. Spiel 19. 18. Grand. 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 Ich weiß nicht, ob das gut ist. So. 18. Schöner Ansatz. Passe. Passe. Sehr seriöses Karo-Spiel. Karo. Gegen 5 und Pik frei wollen wir jetzt nicht spielen. Ansonsten. Vertragen wir, denke ich, hier eine Menge. Mal oben. Nochmal oben. Unten Karten aufdecken, Schneider. So, kommt hier noch eine andere Meldung? Passe, passe. Passe, passe. Halleluja, da liegt gut drin. Aber ich würde ja am liebsten Kreuz und Herz 7 finden. Passe. Eieieiei, Kreuz mit 2. 18? Ja. Passe. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Lass mich Ja. nicht weg aus dem Spiel. 27? Ja. 30? Ja. 33? Ja. 35, Der ja. Apollo, wer haben die zu bauen? 36, Was ist das ja. bitte? 40, ja. 44, Was ja. ist das? 45, ja. 46, ja. 48, ja. Standbedingt wohl nicht, ne? Im Einzelnen glaube ich nicht, dass ich das Ding schaffen würde zu passen. Kreuz 7 und 8. Karo 7, 8, 9 kann er alles selber haben. Passe. Das tut weh, das Spiel. Das tut richtig weh. Null. Auvers. Hand. Tut richtig weh. Ja, weil der andere halt auch 18 gesagt hat. Ne? Komm, wir Achtzehn. reizen mal einen bekloppten Null, spaßeshalber. Passe. Passe. Ja. Jetzt können wir Herz spielen.
Wenn der blanke Kreuz beim 0 vorne steht, ist der 0 wertlos. Null. Ich glaube, der hat trotzdem mehr Equity. Kein blanken Kreuz. Hat was blank, okay. Oh. Er wird doch nicht zwei blanke haben, richtiges Spiel. Der hat jetzt vier Abwürfe irgendwie. Ja. Jetzt nur zwei hat er. Vielleicht hat er beide sieben nach, dann ist alles egal. Das sieht gut aus. Passe. 18. Ja, das ist in der Mannschaft kein Passe. Serienturnier, hätte ich ja schon wieder Lust. Kann man auch schnell mal zum Nur mehr Pik. finden bei sowas. Ach, wir machen Blank auf. Nein. Okay. Och. Tja, da lag er noch, der Müller. Halleluja. Achtzehn, Heiligsblechle. ja, Und schon zwanzig, wieder ein ja. schöner Ansatz am Ende. 22, ja. Zwei hätte ich mir 23, ausgedacht. ja. Passe, passe. Oder so. Beide natürlich in der Mannschaft keine Spieler. Herz. Herz. Null mal Herz. Erstes, was wir herausfinden müssen, ist die Trumpfanzahl. Achtzehn? Kein Ja. leeres Spiel. Tja. 20? Ja. 22? Ich schaff's halt nicht, den zu passen. Das ist, vielleicht wäre es besser, den zu passen. Passe. Und irgendwie gegen den Peak. Passe. Ich weiß es nicht. Karo. Hand. Kann auch reingucken, zwei Kreuz finden, aber ich weiß es nicht, was man hier macht. Wie viel ernsthafte Piken hat er? Sieben? Warum überlegt er so lange? So, 24. Ach, du Scheiße. Mein Krang liegt drin, ne? Ja, Krang Schneider wahrscheinlich so.
Ja, Passe. man kann auch reingucken 18. für Passe. einen dritten Bauern, für ein Kreuzspiel. In Front hätte ich wahrscheinlich reingeguckt, wegen dem fünften Punkt für Kreuz. Aber naja, das Experiment ist gut gegangen. Grand. Grand, wunderbar. Vier Damen vom Grill wieder. Hier Dame Lusch Aufschlag. Oh, da haut er die 10 rein. Hat er so wenig Herzen? 15. Und was kommt jetzt? Muss er die 10 zu dritt gehabt haben. Was ist denn Lusch? So unterlagen war das gar nicht.18, passe. 20, ja, passe. Nerven verloren, 20 aus Spaß. Ich weiß gar nicht, ich muss vielleicht erstmal gucken, wie es steht, bevor ich hier so locker reize. Null, Auvers. Ui, ich bin gar nicht so schlecht gereizt, auf jeden Fall. 18. So, ist das ein Karo Hand? Ich glaube, Passe, das nicht. Ich muss passe. mal eben mal reingucken. Karo Wappen. Karo. Gut, dass ich den für 80 bekommen habe, gewonnen, für 18 bekommen habe, gewonnen aber natürlich trotzdem noch nicht. Bis jetzt Schneider 27. Herz ohne 6. 18, passe, passe. Kreuz. Machen blank auf. Der steigt ja nicht drauf. Das kann jetzt nicht gut sein. Der überlegt ziemlich lange. Kein gutes Zeichen. 18, Und sagt dann passe, doch 18. passe. Da ich keine Infos habe. Herz. Passe. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23. Passe. Herz.
Ich habe nicht aufgepasst. Oh. Was hat dieser Mann hier? Scheiße, ich hätte doch wahrscheinlich das Spiel. Pik Ass König 4 Trumpf, Kreuz Ass 10 Dame und Karo Ass. Wäre eine seriöse Karte. Irgendwie werde ich ganz schön müde. 18, passe. 20. Passe. 그렇지. Fünfunddreißig. Achtzehn? Ja. Zwanzig? Ja. Zweiundzwanzig? Ja. Dreiundzwanzig? Ja. Vierundzwanzig? Ja. Siebenundzwanzig? Ja. Dreißig? Ja. Dreiunddreißig? Passe. Passe. Peak. Passe. 18. Passe. Kreuz.
nicht mit Trumpf. Zehn König Lusche da jetzt aufspielen und spielt irgendwas mit Ass Dame aus. So, was machen wir jetzt? Achtzehn? Ja. Was machen wir jetzt? Passe. Das ist wirklich der absolute Knaller jetzt. Absolute. Oh! Ja gut, ich bin Herz. Herz. Ich weiß nicht, warum wir Herz spielen, aber wir spielen Herz. 14. Falsch gedrückt. Einfach Herz verloren. Da ist es passiert im letzten Spiel. Klingelingeling. Ja. Tja, das war das falsche Spiel. So. Also, dann lieben Dank und wir gucken mal, was bei rauskommt. Tschüss.